Zweite Max und Moritz Preisgewinner ist bei uns zu Gast, vorhin bei Marwilder. Ganz überraschend, weil ja, das Interview hatten wir zwar ausgemacht gehabt, aber wir wussten ja nicht, dass er gewinnt. Ah, ja. In deinem Fall wussten wir, dass du gewinnst, ja, genau. Dass du ja, dass der Preis schon zugestanden worden war und hatten deswegen das Interview ausgemacht. Eben Ralf König bei uns hier im Interview und in einem ganz anderen Dress. Ich habe eigentlich erwartet gehabt, dass du auch so wie gestern auftritt. Das hatte ich auch kurzzeitig vor und ich hätte es auch tun sollen. Wenn ich gewusst hätte, dass das hier Fernsehen ist, hätte ich das auch getan. Aber die Bumps sind schon ziemlich mörderisch. Also die Füße taten mir dann doch zwischenzeitlich so weh. Und ich dachte, also wenn ich das jetzt durchziehe, zwei Tage, hätte ich es morgen auch noch gemacht, dann würden die Leute vielleicht denken, der hat sie nicht alle. Ich komme dann wieder langsam wieder runter. Glaube ich. Ja, der OB hat ja dummerweise die Überraschung weggenommen. Ah, Politiker sind so langweilig. Also wirklich, ich kam etwas später in den Saal rein, damit eben alle schon sitzen und man den Auftritt dann eben noch nicht vorher hat. Und dann sagt der OB irgendwie, ja, Herr König hat ja das gleiche Kleid an wie 1992. Und ich nur, du Falschrecht. Und er hat ja noch gesagt, und da sitzt er. Und da sitzt er, genau. Am besten hätte ich noch aufgestanden, da wäre alle Überraschung weg gewesen. Und das war so ein bisschen ein doofer Start in den Abend, aber nun, so sind Politiker. Ja, für uns war es ja erstmal eine Überraschung. Okay, da kommt eine Track-Queen rein. Wer ist denn das jetzt? Echt? Genau, das habe ich erstmal gesagt. Der ruft mir nicht voraus. Warst du 1992 noch nicht dabei? Nein, mein erstes Salon war 96. Okay. Also das ist ja, 4 Jahre danach dann gewesen. Ja, genau. Ja. Und daher wusste ich das gar nicht. Und habe das dann getwittert und dann kam der OB an und dann konnte ich twittern, ah ja, jetzt wissen wir es. Ja. Aber dass die Überraschung da weg war, das war mir dann auch erstmal nicht klar. Ich war ein bisschen angepisst, weil da gibt man sich Mühe und dann geht der Mann auf die Bühne und sagt, da sitzt er. Okay. Ja, das glaube ich gerne. Aber dein Dress sah gestern ein bisschen anders aus als 1992. Das Kleid war das gleiche, alles andere muss ich sagen. Ich habe zwischenzeitlich auch einen Alterungsprozess hinter mir. Also ich konnte da nicht mehr ganz so ganz glatt erscheinen. Also Botox-Togo gibt es in Erlangen nicht. Ich habe verzweifelt versucht, so einen Laden zu finden. Aber nein, nee, also das Kleid hat schon einige Karneval. Ich komme ja aus Köln, da waren einige Karneval dazwischen. Ich musste mir auch einen neuen Knopf anlehnen lassen. Es ist aber zum Glück Stretch, das heißt, ich darf noch jede Menge zunehmen. Und vielleicht, wenn ich den Max- und Moritz-Preis für mein Spätwerk, für das alterssammelnde Spätwerk kriege in 20 Jahren, dann passe ich wahrscheinlich immer noch in dieses Kleid. Ja, was ich ganz interessant fand, war dann der Vorbau und aber auch der hintere Aufbau. Das kommt alles dann in echt, das wäre ja diesmal noch Polyester. Gucken wir mal, wo es mich hinschlägt. Ja, aber 92 hattest du also diese Kleid schon an. Jetzt würde mich doch mal interessieren, warum? Gibt es da irgendeine Geschichte dahinter? Was vor allem? 92 hattest du auch schon dieses Kleid an? Ja, ich war damals tatsächlich zu schüchtern. Also ich war ja zweimal nominiert damals gewesen und jedes Mal klappt es nicht. Da war erst Franziska Becker und Gerhard Seyfried. Und beim dritten Mal war dann klar, dass ich dann mal dran bin. Und ich war damals noch sehr unsicher, was so Öffentlichkeit betraf. Und wenn man dann sowas anhat, so einen Fummel, dann geht man ganz anders auf die Bühne. Da war ich viel selbstbewusster. Vor allen Dingen war das ja damals noch eine wahnsinnig langweilige Veranstaltung. Also dieser Max-und-Moritz-Preis war damals noch, das waren Moderatoren, die konnten das noch nicht so richtig, die stotterten da so ein bisschen vor sich hin. Es gab noch keine Beamer, dass man Bilder gesehen hätte. Es gab keine Heller von Sinnen, die das da geschmissen hätte. Das war wirklich ein bisschen quälend. Es gab so Kleinkünstler, die da irgendwelche Dinge taten, die gar nicht so richtig interessierten. Und da war dieser Auftritt ein großes Hallo damals. Ich weiß, dass es da sehr, sehr aufbrausenden Applaus gab. Und der Bürgermeister guckte mich an, als wäre ich so eine Erscheinung. Das war tatsächlich aus Unsicherheitsgründen, weil ich dachte irgendwie, ich kann ja jetzt schlecht in Hose auf die Bühne gehen und brav Danke sagen und wieder gehen. Ich wollte da eine Show draus machen. Und
Mhm. Eigentlich war es diesmal auch so. Also den Max-und-Moritz-Preis fürs Lebenswerk zu kriegen, konnte ich so ganz ironiefrei jetzt nicht für mich annehmen. Weil alle Leute sagen sofort irgendwie, wie so alt bist du doch noch gar nicht und da kommt doch noch was und so. Also, ich dachte, nee, also das war, als ich den Anruf bekam von Bodo Birk, dass ich der Preisträger bin, habe ich erstmal laut aufgelacht. Ich fand das irgendwie sehr bizarr. Und das, der erste Gedanke war sofort, ich ziehe dieses Kleid nochmal an. Das musste sein. Ja, aber du hast das ja schon angesprochen. Ich meine, so alt bist du nun wirklich noch nicht, dass nichts mehr kommen würde. Aber ich sehe heute älter aus. Ich habe gestern gefeiert, Leute. Ich versuche mich so sicher. Ja. Ist doch ein bisschen strange, dann schon für das Lebenswerk ausgezeichnet zu werden, obwohl noch einiges vor dir liegt. Naja, man hat mir glaubhaft versichert, dass man einen Lebenswerkpreis ja nicht erst bekommen muss, wenn man kaum noch den Griffel halten kann, sondern man kann ihn ja vielleicht auch so etappenweise kriegen, dass man, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich gemacht habe, 40 wahrscheinlich sogar mehr. Meine erste Veröffentlichung war 1979, also da ist sind ja schon ein paar Jahre ins Land gegangen und irgendwie ist da auch eine Menge, wenn man bei dem schwulen Thema dann mal bleiben will, auch eine Menge Zeitgeschichte dahinter. Da hat sich seit Anfang der 80er Jahre ja nun gesellschaftlich so viel getan und da war ich wahrscheinlich oder sicherlich ein Rädchen im Getriebe für mehr Toleranz und für mehr Offenheit und Lockerheit gegenüber diesem Thema, dass ich den Preis, also ich bin wirklich gerührt, dankbar, gesalbt, aber das heißt für mich nicht, dass ich jetzt abschließen würde, sondern ich hab immer Ideen im Kopf, die ich machen will. Zum Glück ist das etwas, wo ich mir echt keine Sorgen mehr mache. Ich habe immer Ideen, also dass ich nicht mehr weiß, was mache ich denn jetzt, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Du hast es angesprochen, die Toleranz ist wahnsinnig gewachsen in der Zwischenzeit, was ja auch sehr gut ist. Hättest du dir vor, naja, damals, als du als Frau dann auf die Bühne gegangen bist, vorstellen können, dass ein paar Jahre später, naja, was heißt ein paar Jahre später, 22 Jahre später, eine Drag Queen den Eurovision Song Contest gewinnt? Na, das war immer so eine schwule Veranstaltung, dass ich mir das schon durchaus hätte vorstellen können. Also das ist nicht das Ding, aber... ja, es ist so eine zwiespältige Sache mit der Toleranz. Also wir erleben ja gerade wieder so eine Rückkehr zu, also es schämen sich ja Leute wie Matthias Matusek oder so, schämen sich ja nicht, sich hinzustellen und sagen, ich bin homophob und das ist gut so. Ne? Also es gibt ja so eine Gegenbewegung. Ich glaube, das ist so eine schweigende, vielleicht nicht Mehrheit, aber doch ein großer Anteil der Bevölkerung gibt, die sich die ganze Zeit das so angeguckt haben, geschwiegen haben. Es war uncool, was gegen Schwule zu haben. Und mit dem Thema Homo-Ehe und vielleicht sogar mit dem Thema Kinder adoptieren, ist da so ein Fass übergelaufen. Plötzlich wehren die Leute sich. Und also ich, ganz abgesehen von den Zuständen um uns rum, also Russland, Polen, auch Italien oder so, da sind wir hier wirklich auf so einer Insel der Toleranz. Das darf man nicht vergessen, dass das hier sehr regional ist. Und das auch nur, sage ich ja immer, in so einer, ich nenne das immer so eine Fußgängerzonentoleranz. Also ich glaube, in vielen Kleinstädten ist es immer noch sehr schwierig, mit einem Mann Hand in Hand oder Arm in Arm durch die Fußgängerzone zu gehen. Das ist in den Metropolen, ich komme aus Köln, wenn man in München ist, in Berlin, dann sind die Leute sehr viel lockerer, aber... In den Vororten ist das unter Jugendlichen auch schon oder noch immer heikel. Also wir haben einen schwulen Bürgermeister in Berlin, wir hatten einen schwulen Außenminister. Das sind alles gute Dinge so und richtig so, aber ich glaube, es gibt ja immer noch so eine Gegentendenz. Ne? Die kriegt man wahrscheinlich auch nie so richtig weg. Ja, das ist schon möglich. Also ich selber wohne ja in einem Ort, der, ja... Er liegt am Rande Deutschlands, also wirklich unten an der Schweizer Grenze. Er ist sehr konservativ. Und ich kenne nun noch eine weitere Seite. Ich kenne einen Transgender. Das wird auch sie wird geschnitten. In dem Ort. Ja, also das ist ja ganz, ganz schwierig. Und natürlich erst recht auch die Schwulen und Lesben. Es ist den Leuten fremd und deswegen lehnen sie es erstmal ab, weil sie vieles nicht verstehen und so. Und da sage ich mal, dass das wahrscheinlich der Effekt meiner
meiner Zeichnung war und ist, dass diese Fremdartigkeit so ein bisschen aufgehoben wird, dass durch Humor so ein bisschen dieses Exotische, das ist jedenfalls das, was ich höre von Leuten, die sonst mit Schwulen und Lesben und Transen überhaupt nichts zu tun haben, dass die doch in meinen Comics irgendwie sehen, so anders ist es gar nicht. Ne? Aber es gibt da so viele Parallelen und es gibt Unterschiede, die sind auch sehr amüsant, wenn man sie mit Humor nimmt. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben oder sich zu ekeln oder irgendwie befremdlich zu reagieren oder so. Das ist, glaube ich, der große Vorteil von Humor und von Comics. Da können Comics eine ganze Menge machen. Ich war jetzt bei der aufgezeichneten Sendung von Carsten Meissner, der mit Heller von Sinnen so ein literarisches Quartett für Comics gemacht hat. Und da war eben auch ein Comic von einer jungen deutschen Zeichnerin Daniela Schreiter, glaube ich, die Asperger hat, also die ein Asperger-Syndrom hat und darüber einen Comic gemacht hat über ihre Erfahrungen. Es ist amüsant zu lesen und man ist wirklich ein bisschen aufgeklärt und schlauer danach. Also ich glaube, dass Comics dann eine ganz große Möglichkeit sind, locker ernste Inhalte rüberzubringen. Das kann ich absolut bestätigen. Ich bin, ehrlich gesagt, mit deinen Comics aufgewachsen, muss ich zugeben, bin ja erst 72 geboren. Deine Comics haben mich einen Großteil eben jener Toleranz gewährt, die ich mittlerweile lebe. Und eben über den Humor hinweg. Ich habe zuerst gedacht, naja, kann doch eigentlich keine Literatur sein, die mich jetzt interessiert. Und dann habe ich sie gelesen und konnte nicht mehr aufhören. Dann muss ich weiterlesen. Wieder das nächste Buch. Immer herzhaft drüber gelacht. Super. Und gemerkt, ich bin toleranter geworden dadurch. Oder überhaupt habe diese Toleranz gelernt, die notwendig ist eigentlich im Leben. Freut mich sehr. Also ich glaube, da bin ich dann das beste Beispiel dafür, wie das eben funktionieren kann. Jetzt, wie gesagt, einen Lebenswerkspreis zu bekommen, aber du hast noch einiges vor. Hast du neue Projekte im Moment am Laufen? Ich habe gerade, also das letzte Buch, was ich gemacht habe, war ja Raumstation Sehnsucht, eine neue Konrad von Paul Geschichte. Und wer Paul kennt, weiß, Paul ist so ein Hobby-Literat, der schreibt Romane, wo alle anderen sagen, das ist aber nur Porno, und er verweigert sich und sagt, das ist kein Porno, das ist Welthistorie und egal, jedenfalls, er schreibt ein Science-Fiction diesmal, deswegen auch dieser Titel. Und die Science-Fiction-Geschichte war nur so anerzählt, also da wusste ich, da ist noch mehr drin. Und deswegen, gerade habe ich zu Hause auf dem Schreibtisch den richtigen Science-Fiction, endlich habe ich es gewagt, einen Science-Fiction-Comic zu zeichnen. Völliger Blödsinn, also bizarre Aliens, behaarte, grunzende, keine Ahnung, sehr skurrile Sexpraktiken. Es ist wirklich, also Anspruch gleich null, aber ich hoffe, es macht den Lesern genauso viel Spaß wie mir. Ich habe einen sehr ganz vergnüglichen Winter damit gehabt. Und wie gesagt, ich habe immer zwei oder drei Ideen im Hinterkopf, die vor sich hingären und die dann irgendwann aufs Papier kommen. Also nach der Bibel, jetzt die Science Fiction. Ja, mit der Bibel bin ich jetzt fertig. Also das ist so wichtig, war es mir dann auch nicht, dass ich da jetzt noch weiter mit. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles erzählt. Schon die 11.000 Jungfrauen waren tatsächlich eher, dass ein Freund, ich wohne ja in Köln, und es ist ja so eine Kölner Heiligenlegende mit dieser heiligen Ursula, und ein Freund hat mich da überredet, den Comic doch noch zu machen. Ich hatte das lange vor, aber ich war mit diesem Thema Religion eigentlich durch. Ich hatte auch keine Lust mehr darauf. Es hat sich sehr gelohnt, es trotzdem zu machen, weil ich glaube, es ist erstens ein witziges Buch geworden, und zweitens in Köln hat es großen Effekt, weil ich im Kölner Stadtmuseum eine Ausstellung dazu hatte. Das war schon ziemlich fett, aber da war ich eigentlich schon fertig mit dem Thema Religion, weil ich war nie gläubig, und ich habe mich jetzt über 5 Jahre damit befasst. Das ist überhaupt das neue Tabu. Ne? Also ich kann nach dieser 90er Jahre Indizierungsversuchsnummer da vom Bayerischen Landesjugendamt, wo man mir vorwarf, dass ich Pornografie mache, ich kann heute so fette Pimmel zeichnen, wie ich will, das interessiert einfach keinen mehr. Aber wenn man irgendwas mit Gott macht, dann sind sie alle da irgendwie da. Also jetzt nicht, dass ich da wütende Kommentare kriege, gar nicht. Eher auch von Theologen und Pfarrern bekam ich da sehr viel sympathischen Zuspruch. Und ich hatte oft überraschend witzige Gespräche mit Leuten, die Pfarrer sind und den ganzen Quatsch selbst nicht glauben. Also das sollte man nicht denken, aber das ist so.
Und da merke ich eine ganz andere Resonanz. Das haben nämlich auch Leute gelesen, die sonst meine Comics nicht lesen, weil es durch die FAZ da irgendwie durch diesen Tagesstrip da sehr, sehr in eine Leserschaft kam, die überhaupt nicht wussten, was ich mache. Und das war natürlich toll, weil es ein neues Publikum gab. Aber um die Frage zu beantworten, nee, mit der Bibel bin ich fertig. Jetzt ist es Science Fiction und ich mache sicherlich ein Buch über das Älterwerden. Das ist etwas, was jeden, der älter wird, doch einigermaßen beschäftigt. Hier ist plötzlich was anderes und da hängt was, wo vorher was nicht hing. Und ich möchte gerne diese Tragödie zur Komödie machen. Ich freue mich auf dieses Buch, aber es ist nicht ganz einfach. Man muss da schon gnadenlos auch mit sich selber sein. Ich bin mir sicher, dass du das schaffen wirst. Ja, das bin ich mir auch, aber es ist ein bisschen Selbsterfahrung. Überhaupt denke ich eigentlich, dass viele deiner Comics so leicht autobiografische Touch haben. Ne? Ja, wenn man jetzt nicht gerade Kondom des Grauens oder solche Dinge nimmt, diese Science Fiction auch, oder wobei auch da, ja, es ist, das heißt nicht, dass es 1:1 ist, natürlich nicht, aber ich würde es langweilig finden und wahrscheinlich käme ich auch gar nicht drauf, Geschichten mir auszudenken, die so gar nichts mit meinem Erleben zu tun haben. Also das ist tatsächlich, das ist sicherlich ein Ausdruck von, Dinge rauszulassen, die in mir stecken, die ich erlebt habe, die ich aber zugespitzt natürlich dann aufs Papier bringe. Und ich habe da einfach eine große Lust dran irgendwie. Also mein großes Vorbild war ja eine Weile Robert Crumb, der mit seinen exzessiven Fantasien, mit seinen dickschenkeligen, dickbusigen Frauen oder so, das hat mich immer sehr fasziniert, wie hemmungslos er sich selbst da zeigt. Ne? So, und das ist ja so. Also ich meine, wir laufen alle mehr oder weniger rum mit so einem Wunsch, einfach so sabbernd mal auf das Objekt der Begierde zu stürzen. Und irgendwie habe ich das damals als Teenager auf dem Dorf so beeindruckend gefunden, dass ich wirklich dachte, sowas will ich auch machen. Und irgendwie mache ich es. Also bei mir sind es keine Mädels mit dicken Busen, sondern behaarte Kerle so. Aber es ist das gleiche Prinzip. Also natürlich erzähle ich viel von mir, aber es ist natürlich auch wahnsinnig überspitzt. Ne? Isabel Kreis hat das gestern bei der Gala mit der Laudatio gesagt, dass es dir wahnsinnig leicht fällt, einfach alles gleichzeitig zu machen. Also nicht einmal Szenario zu entwickeln, dann die Zeichnungen zu entwickeln und dann endgültig zu zeichnen. Also es geht alles irgendwie zusammen. Entspricht das wirklich der Realität oder aber? Ja. Also na gut, ich Isabel hat ja auch gesagt, dass das oft schief geht. Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Bücher gemacht. Ich fange einfach an. Ich nehme einen Stift und fange an. Ich habe zwar so ganz grob im Kopf, was ich da machen will, aber während des Zeichnens geht es dann ganz woanders hin. Und wenn man dann eben keinen Plan hat, also kein richtiges Skript, dann passiert es nun mal. Da kommt man plötzlich mit der Handlung in irgendwelche Sackgassen, aus denen man da nicht mehr rauskommt oder man hat eine andere Idee dazu. Oder ganz oft passiert mir auch, dass ich so einen Charakter zeichne und der gefällt mir dann nicht mehr. Dann habe ich 40 Seiten gezeichnet und dann meine ich, die Figur müsste eigentlich dicker sein oder irgendwie tuttiger oder irgendwas. Und dann fange ich an, die Figur zu überkleben. 40 Seiten lang immer die, das ist viel Montage und das, so ist es nun mal, aber ich vermeide jetzt inzwischen, weil ich so oft aufs Maul gefallen bin damit, nicht zu wissen, wie die Geschichte aufhört. Also das muss ich wissen. Ich muss einen Anfang haben, der kommt sehr schnell. Der Anfang ist immer das Einfachste, finde ich. Ich muss ungefähr wissen, wo die Mitte ist, wo ich damit hin will und ich muss ein Ende im Kopf haben. Das kann nachher noch anders werden, aber ich muss es erstmal im Kopf haben, bevor ich anfange, denn sonst ist mir das viel, viel zu viel für den Papierkorb. Also da zeichnet man so viel und denkt nachher alles für die Tonne, weil eigentlich muss es doch anders sein. Das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt. Man wird ja schließlich mit dem Alter klüger, sagt man ja so schön. Ja, und das ist wirklich praktisch, weil es ist, als wenn ein Filmregisseur einfach anfängt, einen Film zu drehen ohne ein Drehbuch und sich dann wundert, irgendwie, oh, das wollte ich ja gar nicht. Ne? So. Das gab es durchaus schon. Aber eine gewisse Spontanität ist dadurch natürlich gegeben und die brauche ich auch. Es wäre mir, also wenn ich höre, dass andere Zeichner erstmal ein richtiges Drehbuch schreiben, alle Dialoge erstmal sorgfältig in den Computer tippen, ganz abgesehen davon, dass mir gar nichts einfällt am Computer. Ich brauche diese Nase dazu, ich brauche den Gesichtsausdruck, wie die guckt und so. Und dann geht das so Bild für Bild, dass mir die kleinen Gags einfallen, die das Ganze am Ende dann lustig machen. Wenn ich das alles aufschreiben würde und dann nur noch zeichne, würde mich zu Tode langweilen, weil ich
bin nicht so ein Zeichner. Ich bin wirklich, ich bin so ein Schreiber. Und das im fliegenden Wechsel mit der Zeichnung ist für mich die beste der Möglichkeiten. Sonst ist das, ich würde wahrscheinlich sehr lustlos zeichnen, wenn ich den Text vorher schon in Beton gegossen hätte. In einigen Interviews, die ich jetzt in diesen Tagen geführt habe, haben Zeichner immer gesagt, sie haben eine in sich wohnende Leidenschaft für das, was sie tun. Ist die bei dir vorhanden und ist weiterhin für all das vorhanden? Oder spürst du so manchmal, nee, heute nicht? Nee, also diese Leidenschaft ist da. Ich mache das wahnsinnig gerne und ich genieße es, dass mir die Zeichnungen so leicht fallen. Also wenn ich jetzt nicht gerade ein Raumschiff zeichnen muss oder so, das kann ich ja gar nicht, da klaue ich immer geschickt zusammen. Aber so diese Nasen, die Gesichtsausdrücke, das habe ich ganz schnell drauf. Also das ist keine Mühe mehr. Und von daher kann ich meine Leidenschaft ganz aufs Erzählen konzentrieren. Und das ist tatsächlich da. Allerdings kann ich mir da auch vorstellen, aber das rede ich auch schon seit Jahrzehnten, ich könnte mir auch mal vorstellen, einfach mal einen Roman zu schreiben oder zumindest mal Kurzgeschichten ohne Zeichnung. Das hatte ich schon mal, so eine Ermüdung mit dem Medium insofern, als dass man, wenn man einen Roman schreibt oder einen Roman liest oder so, dann was auf einer Seite alles gesagt sein kann, ne, so, dann denke ich, man muss so wirklich bei jedem Satz, der gesprochen wird, ein Bild dazu zeichnen. Ne? Das ist ja auch sehr seitenaufwendig. Ne? Mhm. Andererseits kann man natürlich ganz vieles, was in einem Roman alles erklärt werden muss, wo die jetzt sitzen, wie die Kaffeetasse aussieht, die da gerade zum Mund geführt wird, das hat man natürlich alles auch in der Zeichnung drin. Da muss man gar nichts mehr beschreiben. Und da erhebt sich das ein bisschen auf. Aber ich war mal ein bisschen müde, jeden Spruch illustrieren zu müssen. Denn ich habe ja auch, mein Stil ist ja auch sehr stehend. Also wenn da zwei auf dem Sofa sitzen und sich unterhalten, dann sitzen die da auch mal über 4 oder 6 Seiten. Und es verändert sich immer nur der Gesichtsausdruck mal so ein bisschen oder der schlägt das Bein über das andere oder so, dass diese Kleinigkeiten ja. Und das ist beim Zeichnen eigentlich ein bisschen langweilig. Ne? So, also das ist nachher im Lesefluss, ist das okay. Mhm. Aber man muss das ja alles zeichnen. Und das, da denke ich manchmal, muss man das jetzt eigentlich machen, aber man muss halt, wenn man die Story so haben will, wie man sie. Ja, gerade solche Seiten, ich fand die auch besonders gut. Wenn dann einer mal aufsteht, dann kommt die Stimme aus dem Off. Ja. Das ist herrlich. Ja. Es ist natürlich auch ein bisschen, wie gesagt, ich bin ein fauler Zeichner. Aber ich glaube auch, dass es nicht mehr meine Comics wären, wenn ich jetzt anfinge, Perspektiven und von rechts und oben unten oder vielleicht sogar mit diesen Kästchen zu spielen, mit den Panels. Machen ja viele Leute ganze Kunstwerke aus dem Aufbau einer Seite, wie das alles so ist. Das wäre bei mir falsch. Also ich glaube, ich muss ganz simpel bleiben, dann geht das. Zumal der Witz sowieso aus dem Text kommt und weniger aus der Zeichnung. Und das wird es wahrscheinlich auch sein, weswegen du für den Lebenswerkpreis ausgezeichnet wurdest. Prima, dann möchte ich mich bei dir bedanken. Noch einmal herzlichen Glückwunsch für den Preis. Danke. Absolut verdient, aus meiner Sicht. Danke, danke. Und viel Spaß noch auf dem Comic-Salon. Nicht zu lange Abende. Ja. Nee, das werde ich jetzt vermeiden. Dann schau dir einfach das Spiel heute Abend im Fernsehen an. Das interessiert mich leider so überhaupt nicht. Also, da kommt das Gespräch nicht in Gang, hat Wesley Pfister gesagt, wenn du was für Wesley Pfister ist. Okay. Gut. Vielen Dank nochmal. Danke auch.